Was ist mit deinem Fuß, Bruder Paul? Nur eine Frostbeule. Sie wird heilen, wenn der Frühling kommt. Du solltest ein Feuer haben. Es geht schon. So kalt ist es nicht. Nimm es nicht zu leicht. Viele werden in diesem Winter sterben, weil sie nichts zu essen haben oder kein Dach über dem Kopf. Remigius sagt, Gott prüft uns, dass nur die Sünder sterben. Nein, die Armen sterben. Und die, die er hier in der Kälte sitzen lässt. Sag nichts zu Remigius, ich bitte dich. Wenn er denkt, ich würde mich beschweren, wird er ungehalten. Hast du von einem Ritter in Kingsbridge gehört? Einem Ritter? Oh, ja. Er lag am Straßenrand, nur eine Meile von der Priorei entfernt. Er muss vom Pferd gefallen sein. Wo ist er jetzt? Er ist tot. Wir haben ihn auf dem Friedhof begraben. Hatte er einen Namen? Hat er noch etwas gesagt? Er konnte nicht sprechen. Aber der Blick in seinen Augen, der sagte mir, dass er Angst hatte. Ich habe seine Hand gehalten. Ich betete mit ihm, während er starb. Hatte der Ritter irgendwas bei sich? Da war ein Brief. Ich habe ihn Prior James gegeben. Remigius wird ihn wohl mit dem Rest von James' Papieren verbrennen. James hat darauf bestanden, dass alle Bücher und Dokumente nach seinem Tod verbrannt werden sollten. Außer seinen Brief zu finden. Ich habe schon davon gehört. Ich glaube, das wäre sehr unklug. Manchmal frage ich mich, ob dieser Brief an allem schuld war. Ein paar Tage später ist Prior James im Eis eingebrochen. Genau hier. Vielleicht hat damit was zu tun. Vielleicht habe ich einen Fluch. Vielleicht finden wir da die Lösung. Kingsbridge gebracht. Wie könnte ein Brief Schaden bringen? Das Wort Gottes bringt Heil. Aber was, wenn der Teufel die Feder führt? Was dann? Tja, der Ritter, den Franz erwähnt hat, hat einen Brief mit sich, aber ist wahrscheinlich im Raum des Priors. Dann sollten wir, glaube ich, mal zu ihm gehen. Ah, da gibt es noch einen Pfad zwischen den Bäumen. Nicht viel los hier. Ein paar Bucheckern können wir sammeln. Das ist sehr schön. Kalkstein. Rohrfels. Sonst nicht viel. Weg zurück. Weg zur Mühle. Wir sollten mal zum Haus des Priors laufen und da mal nachschauen. Wir wissen ja jetzt, dass da der Brief wahrscheinlich zu finden ist. Wir können mal auf die Karte gucken. Bist du jetzt hier irgendwo? Hier ist die Karte. Keine Karten verfügbar. Erzähl nicht. Der Ritter ist voll. Okay. Vielleicht hier im Dorf. Das ist nur das Dorf. Und wie kommen wir zum Haus des Priors? Das ist eine gute Frage. Kann uns jemand mal helfen? Der Brief ist hier nirgendwo. Tja. Kommen wir zum Haus des Priors. Bruder Andrew. Ja, was ist? Ich suche nach einem Dokument, das Prior James ausgehändigt wurde. Was habe ich damit zu tun? Frag Remigius. Okay. Remigius müssen wir fragen.
Such mal den Remedius auf. Okay, reden können wir mit denen nicht mehr. Ach, das Grab haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Leichnam nie gefunden. Aha, okay. Philipp, hast du schon was rausgefunden? Noch nicht. Ich werde sehen, was ich tun kann. Das ist Francis. Amigos. Hier waren wir schon. Amigos müssen wir finden. Okay, die Küchentür. Die Küche an der Kirche. Amigos, wo ging man? Ach, das war das der Alte am Friedhof? Ich glaube ja. Arnold. Novizen. Wir waren hier nochmal. Oh, Haus des Priors. Wo wir da vielleicht rein. Sehr schön. Ich sagte, ich will nicht gestört werden. Bruder Remigius. Es tut mir leid, dass ich deinen genau Gottesdienst gestört habe. Du meinst die Andacht für Prior James? Ich hörte, er sei ins Eis eingebrochen. Schrecklich. Ja, ich habe seinen Rosenkranz am Fluss gefunden. Jetzt lass mich weiterarbeiten. Na, petzen wollen wir nicht. Warum ist Prior James wohl nachts auf den Fluss hinausgegangen? Er wurde verfolgt. Verfolgt? Von wem? Vom Leibhaftigen. Aber warum sollte der Teufel Prior James nachstellen? Halte du dich besser daraus. Hast du nicht eine eigene Priorei, um die du dich kümmern musst? Ich würde gern einen Blick in Prior James Dokumente werfen. Und wozu das, Bruder Philipp? Nun, unsere kleine Zelle hat dem Mutterhaus viel gespendet. Ich möchte sicher gehen, dass alles richtig verbucht wurde. Dann traust du uns nicht, Philipp. Ist es das? Der Zustand dieser Priorei? Der Zustand dieser Priorei ist Sache des Priors von Kingsbridge. Ich möchte trotzdem gern Prior James Dokumente einsehen. Ja, wir sind ja verbrannt. Sie werden verbrannt. Heute Abend. Das habe deswegen. Ich gehört. Es war Prior James letzter Wunsch. Da ich bin ich mir nicht so sicher. Bitte. Ohne die Kontobücher und Verträge ist der neue Prior verloren. Nach der Wahl werde ich der neue Prior sein. Bist du jetzt verloren. Bist du es aber noch nicht. Derzeit kann nur eine Kapitelversammlung über diese Dinge entscheiden. Natürlich. Bruder Andrew hat bestimmt Verständnis dafür, dass du James' letzten Wunsch nicht erfüllen willst. Sagastan muss eine Kapitelversammlung organisieren, um Dokumente zu retten. Wenn das du ist unsere große Mission. Sein willst, such nach Bruder Cuthberts Schlüssel. Er wird langsam alt. Dauernd. Den habe ich gefunden. Ich glaube, das sollte man. Petzen sollte man nicht. Was das Kapitel betrifft. Sprich mit Bruder Andrew. Er wird sich genauso über deine Anwesenheit freuen wie ich. Jetzt geh. Na, der ist nicht sehr freundlich. Hm.
Bruder Arnold. Andrew, den müssen wir finden. Das ist nicht Andrew, das ist der Kantor. Andrew war, glaube ich, der dort drüben. Das ist Francis. Ja, den Ritter, den sollten wir den hätten wir ansprechen können. Aber sprechen wir erstmal darüber. Andrew, Richtung Kreuzgang. Oder nicht? Nee, nicht. Doch. Der war hier in dem Raum dort. In den Nebenraum. Kapitelhaus. Andrew. Ja, Philipp. Wir dürfen es nicht zulassen, dass Prior James Bücher verbrannt werden. Das, Philipp, war Prior James Wunsch. Die Priorei. Das wisst ihr woher. Und ohne die Grund- und Hauptbücher wird sich das nie ändern. Außerdem ist das Wissen in diesen Büchern unersetzlich. Philipp, du triffst in dieser Priorei nicht die Entscheidungen. Sei still! Deine Anmaßung ist unentschuldbar! Wenn du nicht siehst, warum die Priorei diese Bücher braucht, bist du eine schlechte Wahl als Subprior. Ach du Schande. Wir werden hier noch mir verbrannt. Mir geht es einzig und allein um das Wohl von Kingsbridge. So ich hier mit den Leuten Wenn rede. Das wahr ist, dann will ich dich nicht daran hindern, deine Argumente vor dem Kapitel vorzubringen. Wenn ich hier fertig bin, werde ich allen Mönchen sagen, sie sollen ins Kapitelhaus kommen. Würde es helfen, wenn ich einigen von ihnen Bescheid gebe? Wenn du meinst, bitte. Aber ich bestehe darauf, dass der Chor seine Probe beendet. Die Novizen brauchen schon jetzt viel zu lange. Okay. Den Chor unterbrechen und die Versammlung zusammenrufen. Alles klar. So, genug geprobt. Und Schlüsse werfen. Vorsichtig. Ich bringe Bruder Cuthbert in Schwierigkeiten, wenn... Ich werde sie für den Moment bei mir tragen. Jetzt ist nicht die Zeit, die Heilige Schrift zu befragen. Okay, dann reden wir erstmal mit allen. Bruder Andrew hat eine Versammlung einberufen. In Ordnung. Geh schon mal vor. Wir kommen in ein paar Minuten nach. Okay, Francis. Der Sakristan hat einem Treffen zugestimmt. Noch heute. So kann ich vielleicht an den Brief kommen, nach dem du suchst. Wunderbar, Philipp. Ich werde auch kommen. Sehr schön. Er muss auch da sein. Bruder Arnold. Bruder Arnold. Es wird heute eine Kapitelversammlung geben. Heute? Ich werde kommen. Das lasse ich mir nicht entgehen. Novizen? Ja, stimmt. Sind auch eh nicht eingeladen. Es gibt gleich eine Kapitelversammlung. Oh, okay. Oh ja? Wir kommen. Danke, dass du uns Bescheid gesagt hast. Oh, ich weiß nicht, ob das so richtig war, dass die Novizen damit dazukommen. Ich weiß nicht, ob sie das dürfen.
wenn nicht, bleiben sie halt einfach weg. Werden sie halt einfach rausgeschickt. Ich habe jetzt nicht wirklich eine öffentliche Einladung rausgehauen. Es wird heute eine Kapitelversammlung geben. Du hast Andrew überzeugt? Es geschehen noch Wunder. Wir werden da sein. Du hast unsere Unterstützung. Auch deine. Es wird heute eine Kapitelversammlung geben. Ausgezeichnet. Ich kann es kaum erwarten, dich und Remigius aufeinandertreffen zu sehen. Bruder Cuthbert. Keine Bange. Wir sind auf deiner Seite. Na dann, müssen wir doch jetzt alle... Warte ich jetzt noch den... Der da draußen. Er muss auch kommen. Bruder Paul. Es wird bald eine Kapitelversammlung geben. Danke, dass du mir Bescheid gibst, Philipp. Oh, mein Fuß. Brauchst du vielleicht ein Tuch für den Fuß? Es ist hier zu kalt für dich. Vielleicht könnte ein heißer Stein in solch einem Tuch Paul helfen. Oh, sehr gute Idee. Ich weiß, wo ich einen heißen Stein herbekomme. Einen heißen Stein ins Tuch. Schön warm. Und ich habe mir die Finger nicht verbrannt, Melius. Ich wusste, du kriegst das. Na doch, das hast du. So, wo ist denn Bruder Paul? Man könnte es gebrauchen. Hier, Paul. Oh. Autsch! Ein heißer Stein! Es hilft dem Fuß. Wie gut von dir, Herr Philipp. Danke. Remigius sollte dir ein Feuer erlauben. Oder dich gar nicht erst hier sitzen lassen. Es macht mir nichts aus. Irgendwann wird der Winter schon enden. Philipp, wenn du je Probleme mit Remigius kriegen solltest, gib ihm auf jeden Fall eine Antwort. Schweig ihn nicht an. Anschweigen? Nichts macht ihn wütender als jemand, der ihn anschweigt. Dann gerät er völlig aus der Fassung. So etwas gehört sich eigentlich nicht für einen Subprior. Geschweige denn für einen Prior. Und sein, wir wollen ihm irgendwie auf die... Die Palme bringen. Was vielleicht helfen könnte. Auf den Friedhof sollten wir nochmal. Und da ist dann, da geht's dann Haus des Priors. So, die Versammlung ist voll. Also sollten wir mit Andrew reden, nicht mit ihm. Was ist denn? Kannst du nicht sehen, dass ich ab. Andrew ist der Richtige. Wir haben uns im Zimmer geirrt. Beziehungsweise im Haus. Kapitelhaus. Der Chor ist mit dem Singen fertig. Der Kantor sollte jetzt Zeit haben. Bist du bereit für die Kapitelversammlung, Bruder Philipp? Wenn du sonst noch etwas in Kingsbridge zu erledigen hast, tu es jetzt. Die Versammlung könnte nicht das lange wüsste. Dauern. Die Kapitelversammlung ist wichtiger. Selbstredend. Aber eine Sache muss ich zuvor noch ansprechen. Wir suchen immer noch denjenigen, der Cuthberts Schlüssel gestohlen hat. Weißt du, wer der Dieb ist? Nein.
Ich kann dir keinen Namen nennen. Wenn es einen Dieb unter uns gibt, werden wir ihn finden. Wenn Gott es so will. Und jetzt lasst uns beginnen. Und deshalb dürfen wir Prior James' Wunsch nicht Folge leisten. Die Priorei von Kingsbridge wäre ohne ihre Kontobücher verloren. Ich denke, wir verstehen alle den Grund für deine Besorgnis, Bruder Philipp. Aber bevor wir zu einem Beschluss kommen, wollen wir noch andere Stimmen hören. Natürlich. Ich möchte wissen, warum du die Weisheit von Prior James' Entscheidung in Frage stellst. Vielleicht hast du ihn nicht so gut gekannt wie wir, Philipp. Ich kann sagen, ich habe ihn gut gekannt. Wir alle hier kannten ihn. Ich habe ihn gut gekannt. Und ich weiß, er würde mir zustimmen. Philipp, du gehst zu weit. Das werde ich dem Bischof erzählen. Ich verstehe kein einziges Wort. Also wirklich, lass ihn mal glauben. Hören wir, was er zu sagen hat. Er hat eine Tendenz dazu. Mit mir hat er auch die Geduld verloren. Und bei mir auch? Aha. Dass du jetzt auch wieder die Geduld verlieren, Philipp? Also, ich verliere sie langsam. Nicht Milius. Ich habe James viel zu verdanken. Wir dürfen nicht die Geduld verlieren. Wir müssen sachlich bleiben. Sonst kriegen wir ja unsere Sache nicht durch. Eine der blühendsten Zellen in ganz Shiring. Wenn nicht gar in England. Das war also eine kluge Entscheidung. Aber sein letzter Wunsch war nicht klug? Nun habe ich recht. Worauf wartest du? Antworte mir! Vielleicht hat keiner von euch Prior James wirklich gekannt. Oha. Was besser als zu sagen, dass es auch weiß. Möge der Herr ihm vergeben. Er weiß nicht, was er sagt. Was heißt das mit dem Eis? Nein! Philipp war sehr zögerlich, mit mir über den Zustand der Priorei zu sprechen. Gewöhnlich ist er in seinen Worten so umsichtig wie in seinen Taten. Von einigen von euch habe ich gehört, dass Prior James den Teufel gesehen habe. Dass James vom Satan verfolgt wurde. Sagt mir, warum? Warum musste er leiden? Gott wollte Prior James prüfen. Ich sage, der Teufel hat ihn getrieben. Zweifelt ihr etwa daran? Bezweifelst du das, Philipp? Sicher hast du eine Antwort darauf. Ich weiß es, weil Prior James es mir anvertraut hat. Wenn der Herr James geprüft hat, so prüft er uns nun alle. Ich vertraue auf den Herrn, so wie James es getan hat. Und das solltet ihr alle tun. Er war fehlgeleitet, als er in jener Nacht auf das Eis hinausging. So wie er in seinem letzten Wunsch fehlgeleitet war. Genau. Von was oder wem auch immer. Vielleicht war es gar nicht der Teufel. Wir haben ihn nie gesehen. Die Novizen sind angehalten, in der Versammlung zu schweigen. Philipp ist ein guter Mann. Er war der Einzige, der gesagt hat, ich sollte ein Feuer haben. Aber hat er den Worten auch Taten folgen lassen? Ja, er hat mir einen heißen Stein gebracht. Das ist unser Philipp. Nun gut. Aber warum erzählst du uns nicht, warum du wirklich hergekommen bist, um vor uns allen hier zu sprechen? Du bist nicht nur gekommen, um diese Bücher zu retten. Da steckt doch mehr dahinter, nicht wahr? Wir wollen die Wahrheit wissen. Was sind deine wahren Absichten? Du musst nicht alles verraten. Ich bin nur hier, um der Priorei zu helfen. Der Priorei? Natürlich. Ich sage, es ist kein Zufall, dass er jetzt hier seine Stimme erhebt. Kurz nach James Hinscheiden und vor den Wahlen. Was willst du damit sagen, Bruder Remigius? Es geht ihm nicht um James. Es geht natürlich um ihn. Er will Prior werden. Nein, sowas von ich gar bin nicht. Hier gekommen, um mit James zu reden.
Ich denke, das ist eine wunderbare Idee. Ich nominiere Philipp von Gwynedd als neuen Prior von Kingsbridge. Aber nein. Das ist allerdings nicht mehr auf die Stimme. Ausgezeichnete Idee. Was ist mit Remigius? Damit habe ich nicht gerechnet. Großartige Idee. Bruder Philipp, nimmst du die Kandidatur an? Uff. Ich kann mich nicht entscheiden. Danke für dein freundliches Angebot. Aber wir möchten dir wirklich nicht zur Last fallen, Bruder Remigius. Oh, aber... Ich bin wirklich hingekommen. Darauf, euch zu helfen. Nein, das musst du wirklich nicht. Wir unterhalten uns dann später. Danke. Wir haben nicht viel Zeit. Die Abendmesse beginnt bald. Hätte ich die Kandidatur ablehnen sollen? Du konntest nie gut Nein sagen. Und Milius hatte recht. Kingsbridge braucht dich. Was ist mit St. John? Ich werde morgen dorthin reiten. Ich werde ihnen sagen, dass du ein paar Tage in Kingsbridge bleibst. Dank dir wird man diese Dokumente und Bücher nicht verbrennen. Jetzt müssen wir nur noch diesen Brief finden. Du glaubst wirklich, dieser Brief könnte einen Krieg verhindern? Wenn die Botschaft sagt, was ich vermute, dann ja. Francis Notizen, Rivalität um den Thron, Teil 2. Schauen wir uns natürlich an. Dokumente. Francis Notizen über den verstorbenen König. Heinrich, Kaiserin Mathilde und König Stefan. Teil 2 vom 1. Januar 1136. Unser neuer König Stefan wird nicht nur von unserem normannischen Oberherrn, sondern auch von der Kirche unterstützt. Sein kleiner Bruder Henry ist Bischof von Winchester und einer der einflussreichsten Priester in ganz England. Herr Stefan schwören lassen, der Kirche politische Macht einzuräumen. Soll ich mich verlesen? Die unter Heinrichs Herrschaft fehlte. Es ist ein guter Tag für die Kirche und uns. Das Problem ist, dass mein Dienstherr Graf Robert von Gloucester einer der Bastarde des Königs ist. Er will seine Halbschwester mit Mathilde auf den Thron sehen, da er sich sicher ist, sie würde während einer Regentschaft seinen Rat und Unterstützung in Anspruch nehmen müssen. Im Namen von Kaiserin Mathilde haben er und seine Verbündeten eine Rebellion gegen König Stefan gegründet. Nicht mehr lange und es wird Krieg geben. Oh Schreck. Nun lass uns nach dem Brief schauen. Schreibtafel, mehr Bücher. Okay, ja, aber nach dem Brief schauen wir am besten im nächsten Stream. Für heute soll es das gewesen sein, heute soll es das reichen. Wir haben ja genug erlebt heute in diesem Stream. Für diesen Part, für diese Aufzeichnung. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch noch unbesorgt gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und den nächsten Part nicht verpassen wollt. Und seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei, schaltet beim nächsten nochmal wieder mit ein. Wenn es weiter geht bei The Pillars of Earth, die Säulen der Erde. Mit dem Zwergenfürst. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag und wir sehen uns im nächsten Stream, in der nächsten Aufzeichnung, im nächsten Part wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.